Nein, absolut nicht. Es ist viel spannender, als man denkt. Also am Anfang habe ich auch gedacht, okay, voll viel Theorie oder so, aber das ist gar nicht. Man macht so viel praktisch und dadurch lernt man auch total viel. Und in den Betrieben kommt halt das alles, was man vorher gelernt hat, kann man dann mal richtig anwenden und das ist, macht schon Spaß. Also ich sag mal so, die Schulnote sagt nichts darüber aus, wie du in der Ausbildung sein wirst. Das sind zwei Welten. Viele meiner Freunde sagen auch zu mir, wie kannst du nur was mit Chemie machen? Boah, das ist doch voll langweilig und weiß ich. Aber die kennen es ja gar nicht anders, weil die haben ja nur den Schulunterricht gehabt und der ist halt langweilig. Mein Fazit ist, man braucht nicht gut zu sein im Schulfach Chemie, um hier mitzumachen. Das beste Metall von allen, Gallium. Gallium ist ein wundervolles Metall, welches bei 29,5 Grad Celsius schmilzt. Also man kann es tatsächlich in der Hand halten und das wäre ein Klumpen, danach wird es einfach flüssig. Man kann mit rumspielen. Wundervoll einfach nur. Familiär, bunt. Ehrgeizig. Ja. Ja, generell der Bewerbungsprozess ist bei Covestro sehr fair. Also ich finde, da steht echt der Mensch im Fokus und nicht die Noten, die man in der Schule schreibt. Also wenn nicht da, wo sonst? Ich würde sagen, also geldtechnisch sind wir da schon gut aufgestellt. Das größte Vorurteil ist, dass man ein Streber sein muss, um eine Ausbildung überhaupt in der chemischen Industrie zu starten. Denn das ist halt gar nicht so. Wenn man Bock auf Chemie hat und sich dafür interessiert, dann soll man es einfach versuchen. Dafür muss man nicht die Eins in Mathe oder die Eins in Physik haben. Wenn du Bock drauf hast, dann mach's einfach. Kann ich ein Lied von singen. Ja, sag ich ja. Zu 100%. Wortwörtlich 100%. Denn es ist nicht wie bei anderen Betrieben. Man macht eine Ausbildung 3 Jahre für einen Betrieb, der ihn gar nicht haben möchte. Bei uns ist es anders. Hier verspricht uns der Arbeitgeber eine 100%ige Übernahmechance. Das bedeutet, dass wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, zu 100% ein Betrieb kommt. Es sei denn, es gibt die Ausnahme, dass man sich daneben benommen hat. Weiter arbeiten würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil die ganzen Teams, die man bis jetzt kennengelernt hat, klingen alle wirklich sehr nett. Die Teams arbeiten sehr gut zusammen. Also man wird sich auch freuen, ein Teil davon zu sein. Wir bleiben bei Covestro. Ja. Es gibt halt auch genügend Karrierechancen. Es ist jetzt ja nicht so, dass mein Weg dann festgeschrieben ist, dass ich jetzt an einer Stelle bleibe. Es gibt immer, wo ich mich noch hinentwickeln kann. Und ich denke, mit Covestro habe ich da einen ganz guten Arbeitgeber, der das auch mit fördern kann.